Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Okay. So, wir hätten hier falsche Handwerker. Ist ja auch schön. So, ich könnte hier ein bisschen Stahl bauen. Ich könnte hier Eisenbarren bauen. Ich könnte alles Mögliche bauen. Oh Gott. Bringt die was? Oh ja, tatsächlich, die bringt was. Und zwar plus 3 an Rüstung. Ein Heft. Wisst ihr was? Ich gebe mir einfach mal die Hose hier. Perfekt. So, Moment. Wo ist es denn? Zerlegen. Dort ist es ja. Und dann einfach mal... weiß ich nicht. Wasserflaschen. Ach, Wasser. Ah, okay. Interessant. So, mal gucken. Ich habe hier zerbrochene Teile. Ja, komm. Was ist das hier? Leiter. Kann in einiges... zerpflückt werden. Seile. Achso, das brauche ich schon. Hier das Netz. Ich könnte dafür immerhin 36 was und ich könnte Pechdraht. Und hier... Okay, das hier zerlege ich einfach mal. So, und dann passt das eigentlich. Okay. Ach, und zeig mir deine Waren, könnte ich eigentlich auch mal machen. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. So, oh Gott, der Typ hat ja viele Schemen. Das ist gut. So, ich mache hier mal ganz kurz einen Cut. Ich muss mir das mal ganz kurz irgendwo aufschreiben. Bei 28 Minuten. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Was haben wir denn hier Schickes? Das haben wir hier Schickes. Huch, ein Hemd. Interessant. So. Wir haben hier Schema. Wie viel kostet das gute Ding denn? 48, 61. Die Dinger werden hier aber richtig teuer. Ich guck mal gerade. Skellige Gamson. Was ist denn ein Skellige? Okay, das ist Rüstung. Ich guck mal gerade. Jägerstiefel, Jägerschuhe. Was? Achso. Okay. Kavaliershose, Hose, diese Hose, diese andere Hose. Ich glaube, Bombenschema. Die kriege ich, fürchte ich, tatsächlich nur beim eigentlichen Assassinenhandschuhe. Die kaufe ich nur wegen dem Namen. Assassinenstiefel. 26 Rüstungsstiefel, habe ich ehrlich gesagt. Huch, was ist das denn? Okay, das sind Verbesserungen. Ist ja cool. Aber die kosten ordentlich. Okay. So, hier Stiefel, Handschuhe, Axtkämpferhose. Hat aber leider keine... Hat aber leider keine... Dinger. Okay. Soll aber erstmal reichen. Bis dann.
So. Ich guck mal gerade auf die Karte. Sehe ich denn hier? Leider so überhaupt nicht. Okay, das heißt, ich muss die Händler und Leute hauptsächlich erstmal finden. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Weiße Stechen? Hast du meine Waren gesehen? Das hier ist eine Taverne. Das ist ja blöd, dass ich hier keinen Alchemisten finde. Was? Hier hinten finde ich vermutlich keinen. Streitlustig, wie? Hier ist das Hafenviertel. Hier habe ich nichts zu tun. Obwohl doch, wenn ich nachher wieder aus der Stadt will, dann muss ich wieder durchs Hafenviertel gehen. Ja. Lang lebe der König. Lang lebe der König und so. Schade. Die meisten Händler sind ja hier tatsächlich am Marktplatz. Das hat, glaube ich, auch seine... Okay. Hat auch seine Richtigkeit. Aber das ist schade. Okay. Alchemisten muss ich noch finden. So. Jäger verteidigen uns gegen Monster. Ja. So, na gut, dann... Ich weiß aber auch echt nicht, wo hier diese komischen Dinger sein sollen. Na gut. Du kommst mir bekannt vor. Du kommst mir bekannt. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Hab ich schon mal betrogen? Ja, ich kenne die Sprüche. Na gut. Das war's dann hier in Novigrad, sage ich schon. Das war's dann hier in Ochsenfurt. Im Großen und Ganzen. Ach, guck mal hier, Wegweiser. Einmal eine Schnellreise. Und dann kann ich hier eigentlich auch gleich wieder zum Baron. Huch, was ist das denn? Ach ja, Monsternest, ich erinnere mich. Dafür brauche ich aber noch... Dafür brauchte ich, glaube ich, noch Wolfsbann, oder? Scheiße, ich glaube... Wolfsbann würde ich tatsächlich in der Nähe von Ochsenfurt kriegen. Ach, na gut. Na gut. Frage ich den Typen hier erstmal, wo Siri denn ist, seiner Meinung nach. Und danach gehe ich nochmal zurück nach Ochsenfurt. In der Hoffnung, dass ich da nochmal ein bisschen... Oh Gott, ist das hier laut. In der Hoffnung, dass ich da noch ein bisschen Wolfsband finde. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich auch mal nach Novigrad, einfach mal um die Stadt zu sehen. Ich meine, dann warum denn nicht? Und in Novigrad, an Novigrad, Straße nach Novigrad, da müssen wir ja sowieso nochmal hin. Denn da haben wir ja noch eine Quest abzugeben. Was haben wir denn hier? Hauptsächlich Zeugs. Okay. Unwichtiges Zeugs. Huch. Weißt du, wer ich bin? Nein. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier. Zum Dank. Oh. Wie nett. Okay, cool. Tja, sowas zahlt sich halt als. Oh, warte mal. Was ist das denn hier? Hexer, auf ein Wort bitte. Was ist das denn schon wieder? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Okay. Kann ich das Zeug hier mitnehmen? Ups. Ey, komm, ich kann das Zeug doch hier wohl bitte mitnehmen. Ja, toll. Immerhin. Na gut. Schade, ich dachte, hier steht jetzt Wolfsbann rum. Was ist das denn? Ich habe so ein Gefühl, dass ich da nochmal rein muss. Na, was gibt's? Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht.
Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die Gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Ich habe sie gesehen und gesprochen. Ich soll dir sagen, dass sie wohlauf ist. Wann kommt sie nach Hause? Und dass sie nicht zurückkommt. Sie kommt nicht zurück? Aber alles ist für sie vorbereitet. Ihre Gemächer warten. Es kommen neue Pantoffeln aus Toussaint. Wie kann sie nur? Warum sehen die Gesichter eigentlich so hell aus? Irgendwie fehlen da jetzt so ein bisschen die Schatten, kann das sein? Na gut, ich verstehe sie oder du musst dich damit abfinden. Ist im Grunde das Gleiche, aber... Wenn ich sage, ich verstehe sie, dann... Nee. Je eher du es hinnimmst, desto besser. Sieh's ein, du warst nicht der beste Vater. Das war ich nicht, das stimmt. Aber ich will ein anderer werden. Wenn sie nur zurückkäme, alle beide. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Sie ist in Ochsenfurt, sagst du? Vielleicht ist sie noch da und hört mich an. Versuch es. Mach dir nur nicht zu große Hoffnungen. Ich muss es versuchen. Ohne sie und Anna ist alles sinnlos. Es gibt nichts zu verlieren. Was ist denn übrigens mit meiner Annie? Hast du was erfahren? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern.